Hallo liebe Leute und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Runde Minecraft in einer neuen Aufnahmesession. Ja, ich brauchte die Pause irgendwie. Ich habe gerade in Dead by Daylight gespielt und alter Schwede. Die Leute, die sind so toxisch manchmal, ne? So, ich habe jetzt hier, soweit ich mich erinnere, so, auf friedlich, weil ich wollte nicht überrascht werden böse. Obwohl, so wie es hier aussieht, bin ich sowieso böse überrascht. So, ich weiß nicht, wo wir sind, wo wir hin müssen, wo wir herkommen. Ich habe keinen Plan, ne? Wisst ihr Bescheid? So, ich weiß nur, ich hatte letzte Folge Bock auf eine Runde Höhle. Wo ich herkomme? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, wo ich hin will. Hallöchen. Hoppala, hoppala. So. Lalala, lalala. Und ihr so, alles gut so? Also, wie gesagt, eigentlich eine eher ungeplante Aufnahmesession. Ich habe nämlich gerade ein paar Runden Dead by Daylight gespielt. Kennt ihr vielleicht der ein oder andere? Alter. Wenn du da Killer spielst, ne, und die Leute, wenn sie dann einmal getroffen werden, ich hoffe, ich ne, rede verständlich genug. Ich hoffe, ihr kennt alle das Spiel. Wenn sie getroffen werden, dann ist das jetzt scheinbar so in Mode, dass sie dann einfach den Stecker ziehen und sagen, nö, dann will ich nicht mehr. Wenn der Killer mich trifft, ich meine, Dead by Daylight, wer kennt's nicht, ist ja ein Spiel, bei dem muss man als Survivor vom Killer fliehen, ja, Generatoren reparieren, damit dann halt die Ausgangstore Strom bekommen und diese dann geöffnet werden können. Und so kannst du dann halt vom Killer fliehen. Ja, und der Killer muss das halt vermeiden. Eigentlich ein ganz simples Spiel. Aber manche denken echt, meine Aufgabe als Survivor ist es, sobald der Killer mich sieht und packt und killt, beziehungsweise einmal zu Boden haut, dass ich dann den Stecker ziehen muss. Das ist das Spielziel und das Dumme ist, das wäre mir eigentlich egal. Das Problem ist, es gibt da halt so ein Punktesystem und wenn dann halt die Survivor irgendwie den Stecker ziehen und disconnecten, dann kriege ich für die keine Punkte. Und somit steige ich dann in den Rängen ab. Ich glaube, der eine oder andere wird das vielleicht noch irgendwie verstehen. Ja, dann steige ich dann halt durch diese Idioten halt in den Rängen runter. Und das ist natürlich ärgerlich. Ich meine, letztendlich ist mir das egal. Ich halt in der nächsten Runde wieder und komme dann wieder die Ränge hoch. Okay, hier ist irgendwie Rock. Hier, ne? Ne, ich war hier. Aha, guck mal. Aha. Aber es ist halt ärgerlich. Vor allen Dingen, die Leute, momentan wird das noch nicht bestraft. Es ist halt noch in der Mache. Alter, ist das laut. Also momentan sind die Entwickler noch dabei, das zu bestrafen, diese Disconnector. Dass sie dann halt irgendwie ausgeschlossen werden. Also ehrlich, ähnlich wie in WoW, wenn du halt auf Schlachtfeldern bist und dann sagst, weißt du was, ich habe da keinen Bock mehr drauf, weil unser Team verliert. Also gehe ich mal AFK oder weiß der Geier was. Oder geh einfach raus. So, dann wirst du jetzt halt mit Zeitstrafen belohnt quasi. Finde ich sehr gut. Und das werden sie jetzt auch in Dead by Daylight einfügen. Oder führen. Ich liebe diese Musik, aber irgendwie. Ich habe Angst, wenn ich jetzt das Wasser hier stoppe. Hallo? Yeah. Also, wir haben hier auf jeden Fall Monster. Das war auch schon damals, wobei. Ich weiß nicht, kennt jemand noch Command & Conquer? Diese ganz alten Echtzeit-Strategiespiele? Die waren ja damals so godlike. Also, ich habe die damals so gesuchtet. Und da war es genauso. Wenn irgendjemand mal gewonnen hat, dann hat der andere tatsächlich den Stecker gezogen. Und dann waren das halt noch Wertungsspiele auch. Und dann hat der andere halt die Wertung nicht bekommen. Alter Schwede. Das war dann halt genauso. Das sind solche Kernassis, gibt es immer. Alter, die Musik, ne? Solche Kernassis gibt es leider immer. Und die werden auch nie aussterben. Und das Ding ist, die begründen halt damit, dass. Also vorhin war das so, ja, du hast ja auch die besten Perks mitgenommen und ich habe, weiß ich nicht, irgendwie einen schlechten Ping, was ein kompletter Bullshit ist, weil du hast Dedicated Server. Und ja gut, nee, Quatsch, das ist eben kein, aber trotzdem, mit einem 300, angeblichen 350er Ping und bla bla, ich habe nichts gemerkt, kein anderer hat was gemerkt, aber alle die sehen. Vor allem du hast die stärksten Perks mitgenommen. Kollege, du doch auch. Du Vollidiot. Also, ah Gott, ich kann mich so aufregen, ne? Ich kann mich so. Ach, ich habe keine Dings mehr, ne? Boah,
Diesen Abschaum der Gesellschaft, ne? Diese Gamer-Szene. Oh. Ich bin nicht blöd. Ich bin nur ein bisschen ver. Guck mal, hier geht's nach oben. Oh mein Gott, wie cool. Wie cool. Warte mal, ist das cool? War das jetzt cool? Ich könnte hier nach oben. Direkt nach oben. Aber es ist dunkel. Ja, dann werde ich mal gleich direkt hier wieder runter. Wie cool. Hey, voll cool die Höhle hier. Ich weiß nicht, ob bzw. was wir hier großartig kriegen. Ob wir auch Diamanten kriegen. Ich glaube es eher nicht. Momentan dürften wir noch zu hoch sein. Aber ich bin sowieso mehr so auf Eisen aus. Ach, gut, hier. So, auf welche Höhe sind wir? Wir sind auf Höhe 43, 42. Im Leben werden wir hier keinen Diamant finden. Hallo? Ist aber auch nicht weiter schlimm. Sag mal, läuft die Aufnahme? Ich rede und rede und rede tatsächlich. Eigentlich hatte ich ja eine Idee für unser Zuhause. Da, wo der Torbogen ist, dass ich da so eine Art Parkanlage hinmache. Oder so ein oder andere Idee. Aber jetzt bin ich ja natürlich hier. Autsch. Kann das jetzt nicht so umsetzen, wie ich es gerne hätte. So, soll ich jetzt weiter runter in die Tiefe? Ich habe halt Schiss. Kann ich ja sagen. Dass ich, oha. Das sieht aber gar nicht mal so verkehrt aus. Komm, mach mal holla die Waldfee hier. So ein bisschen Beleuchtung. Man kann ja auch auf regulärem Weg. Oh. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Pass mal auf. Hier werde ich mir aber definitiv. Na komm. So, habe ich das Wasser jetzt abgestellt? Nein, sehr gut. Alter, gibt es hier viel Eisen? Ich bin schon wieder im Paradies, ne? Die Spitzhacke ist auch so value, ne? Die gibt so viel wieder her. Alter Schwede. Uah. War das jetzt geplant? Ja. Ja, manchmal spielst du halt besser Minecraft als sowas wie Dead by Daylight. Also solche Competition Games, die machen zwar halt saumäßig viel Spaß, ne? Aber du hast halt immer wieder diese Kernassis, die den ganzen Spielspaß nehmen, weil sie einfach komplette Vollidioten sind, ne? Machst du halt nichts? Machst du halt nichts. Survivor ist es fast noch schlimmer. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt aktiv spielt, aber Survivor, ich bin ja Solo-Survivor, das heißt, keine Survivors-Friends. Ich hab. Nidi! Weil ich habe keine Freunde, mit denen ich das spielen könnte. Ma Alter, das Lied, ne? Hatte früher das halt immer gerne mit meinem besten Kumpel gespielt. Aber das geht ja momentan aus Gründen nicht mehr. Gut, hier ist alles safe. Könnte man hier eigentlich auch dicht? Pass auf, wir machen hier dicht. Damit ich nicht immer mich hier verirre. Wenn du wirklich Dead by Daylight Solo Survivor spielst, ne? Also keine Survivors Friends, Alter, dann bist du entweder masochistisch veranlagt oder du hast halt, weiß ich nicht. Ja. Weiß ich, dann bist du halt ein Zombie oder so, ey. Du bist halt so eine No-Friend-Zone und so weiter. No-Friend-Zone, oh mein Gott. Du bist halt so ein Moff wie ich. Keine Freunde. Also freiwillig, also. Die spielen auch wirklich wie die letzten Lemminge. Ja, dann komm noch her. Alter. Ja. Haha. Besser, also mal, ich habe doch Brot, ne? Ich sollte was fressen. Oh mein Gott. Boah, du bist ein starker Zum. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein.
Jetzt reicht's aber. Junge, stirb mal. Alter. So wie es die coolen Leute sagen würden, older. So, ich bin jetzt hier. Und das ist jetzt mein Revier. Das war jetzt kein geplanter Reim. Ah, meine Nase juckt. Ich krieg gleich einen drauf. Aua, aua, aua. Oh, guck mal hier, Reflexe eines Jedis. Hallo. Tot, tot. Hallo, triffst du mal? Was ist denn los mit dir? Hi. Alter, sieht alles cool aus, aber ich fürchte, was ist das? Ach, das ist Wasser, das ist gut. Wasser ist immer gut. Wasser ist mein Freund hier. Weil ich weiß, wo Wasser ist, sind keine Monster. Hallo, Monster. Hallo, Monster. Keine Monster? Gii. Doch, du bist ein Monster. Hau ab. Gii. Nein. Ich hab doch Nein gesagt. Creeper von heute hören auch nicht mehr. Alter, die Musik ist leicht anstrengend, ne? Ich hab die damals halt beim Gronkh-LP so geliebt, die Musik. Aber Gronkh hat ja damals schon gesagt, die ist so anstrengend. Halt mal die Schnauze hier. Entschuldigung, aber... Ach, wurde mal Zeit. Oh, Lapis. Ah, ich schwöre, ich habe schon lange keinen Lapis mehr gehabt, ey. Voll gelogen. Alter, es hört nicht auf, ne? Geh weg. Nein. Nee, ich will explodieren. Nein. Ich will dich wegskillen. Pass auf. So, komm mal her. Haha. So, Zombie. Zombie. Alter, geht mal weg. Hallo. Ja, ja. Leute, ich gucke gerade so ein paar alte Serien, dort wie Navy CIS und so weiter, weil ich habe da mal halt Bock drauf gehabt. Dann habe ich wieder so eine Frau gesehen, so eine, ich weiß nicht, wie die jetzt heißt, auf jeden Fall halt arbeitet die halt da. Und da ist mir aufgefallen, die trägt immer einen Tanga. Woran ich das erkenne, die hat immer so coole, enge Stoffhosen und man sieht da halt voll ihren Hintern, ne? Und den würde man nicht sehen, hätte die eine normale Unterhose an. Also ein normales Höschen, ne, formt ja ab in der Hose. Und dann denke ich mir, die wie es ist ja von 2002, boah, ich habe keinen Platz mehr am, das gibt's doch nicht. Die Serie ist ja von 2003. Und da war das ja gerade irgendwie voll im Mode, dass da wirklich jede Frau mit Tanga rumlief. Ne, und manche konnten es halt tragen, manche halt eher weniger, aber das ist jetzt halt eine andere Geschichte. Und dann denke ich mir, alter Schwede, stimmt. Und mich haben sie teilweise genervt, die Tangas. Also nicht, weil ich sie selber getragen habe und mir sie nicht standen, sondern... Aber wie gesagt, es gab Frauen, denen hat das voll gestanden. Ne? Und da hast du dich fast schon als Mann gefreut. Nach dem Motto, oh ja, geil, Tanga, ja. Ne? Und manche haben das getragen und da denkst du dir, nee. Und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Dicken oder so. Das ist jetzt kein Fettshaming. Beitrag oder so von mir. Um Gottes Willen, es gibt auch dünne Frauen oder es gab auch dünne Frauen, die konnten einfach keine Tanga tragen. Ja, weil sie entweder eine falsche Hüfthose anhatten und so weiter und dann, wenn sie sich hingekniet haben, hat man gleich einen halben Arsch raushängen sehen. Und ich habe mir damals immer gedacht, warum macht man sowas? Ich meine, haben die keine Freundinnen oder Freunde oder Bekannte, Verwandte, Eltern, die sagen, Kind Gottes, ey, mach mal, hol mal eine richtige Hose hier, Alter, du musst doch frieren. Dein Popo, das geht ja mal gar nicht. Weil es ging wirklich gar nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war wirklich schon Sodom und Gomorra. Ich habe mich da immer gefragt, irgendwie ist das dann wieder aus der Mode gekommen. Ne? Es gibt zwar noch vereinzelt Frauen, die das halt gerne tragen, aber irgendwie ist Tanga voll aus der Mode. Finde ich eigentlich schade. Weil es gab ja noch genügend Frauen, wie gesagt, die das halt tragen konnten. Ne? Und ich bin halt ein kleiner... Ein kleines Häkelchen. Oh, Tanga.
Wollte ich nur mal kurz anmerken, weil ich halt gestern das Mädel mit Tanga gesehen habe. Zu meiner Freude. Hilfe. So, noch weiter runter geht's nicht. Doch. Ja, das geht ja noch weiter runter. Olda. Wir müssen eigentlich hier rüber, ne? Ich finde, da passt auch dieses Dragon Ball Theme total gut. Genau. Alter, wie cool. So, das kann ich hier mit normalen Spitzhacke. Ich gucke gerade, wie viele Minuten. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, über Tage was machen. Ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt hier unten rumdümpel. Ich meine, gut für uns, wir kriegen dann natürlich noch weitere. Weitere Materialien, Erze. All solche Sachen, die wir heute mal gerne haben, wo Minecraft, ne? So, ich buddel hier einfach wahllos rein. Einfach nur, weil ich will hier eigentlich nur runter. Und das ist Lapis, ne? So, wir sind jetzt auf Höhe 11. Also hier gibt es definitiv. Also das ist hier die Höhe, wo es rein theoretisch. Komm, weißt du was? Wir machen uns jetzt mal den Weg frei und gucken einfach mal. Das ist ja fast schon wie Strip Mining. Nein, das ist Lapis. Das sind keine Diamanten. Na, nicht irgendwie täuschen lassen. Lalalala. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch unten bleiben. Ich habe eigentlich, wie gesagt, keine großartige Lust jetzt. Okay, hier ist Eisen. Eisen brauche ich nicht. Aber ich nehme es trotzdem mit, wenn es mir so hier, ne, so generös in die Hände fällt. Okay. Boah, ich habe gar keinen Platz. Pass mal auf. Ein paar Sachen kann ich hier wegschmeißen. Das hier zum Beispiel. Ich habe noch ein Diamantschwert. Oh mein Gott, da muss ich jetzt wirklich aufpassen, ne? Den kann ich auch wegschmeißen. Hallo? Also eigentlich habe ich ja gehofft. Oh mein Gott, das geht ja noch tiefer runter. Ist das dein Ernst? Hallo? Sind wir hier vielleicht falsch? Pass mal auf, wir gehen. Was war das denn? Achso, nur ein Grafikfehler. Ich dachte, jetzt habe ich hier irgendwie Diamanten gefunden. Ey, wenn mir jetzt von oben einer auf den. Das ist Lapis, ne? Oder? Ja, ja, ist Lapis. Schade. So, ich will hier eigentlich nicht sein. Okay, hier brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. So. So, erstmal das Wasser abdrehen. Hier ist Redstone. Redstone könnten wir auch mal wieder ein bisschen farmen. Ja, ja, ja. So, ich hätte noch ein Thema, aber ich glaube, das fange ich in der nächsten Folge erst an. Ich weiß ja gar nicht, wie aktuell das jetzt sein wird. Eigentlich hätte ich schon längst die anderen Folgen auch schon hochladen müssen. Aber ihr kennt mich halt, ne? Ich bin halt so der Holotri vom Dienst. Irgendwas muss ich jetzt wegschmeißen. Von irgendetwas muss ich mich jetzt trennen. Erde. Erde brauche ich jetzt wirklich nicht, ne? Also, wenn es etwas gibt, was wir in Minecraft nicht sammeln müssen zwingend, ist das Erde. Außer wenn wir ganz akut irgendwie was machen wollen, bauen wollen. Also Erde und Stein und Holz. Ich wollte jetzt hier kein Strip-Mining betreiben. Ich wollte jetzt einfach nur gucken. Weil ich meine, wir sind hier auf Höhe 11. Ich habe gesagt, auf Höhe 11 gibt es, ne? Nein, 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 nein! Okay, pass auf. Oh Gott. Optionen. Friedlich.
Oh oh. Hoffentlich kriege ich. Pass mal auf, ich muss das anders machen. Boah, das wird jetzt schwierig. So, pass mal auf. Nein, das funktioniert nicht. So, ihr seht mich noch, ja? So, Game Mode Creative. So, ich muss mich jetzt retten. Tut mir leid. Copy, das will ich nicht, weil das war jetzt sehr dumm. Nicht speichern. Warte mal. Kann ich jetzt, wenn ich jetzt hier bin? Okay. Gut, ich hoffe, das funktioniert so. Im LAN öffnen. Huh. Alter. Entschuldigung, es tut mir leid. Aber. Nö, das mache ich nicht. So, und mit diesem letzten. Pass mal auf. Das ist sogar richtig cool gewesen. Da mache ich. Katsching, ich glaube, ich habe jetzt einen Screenshot gemacht. Von diesem Cheater-Bild habe ich jetzt auch noch einen Screenshot gemacht. Ich bin ein verkorkster Cheater. Hilfe! Ein Dumpfbacke und ein verkorkster Cheater. So, pass auf. Leute, wir machen jetzt erstmal Schluss hier. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich sehr freuen. Und dann habe ich noch ein, ja, kein interessantes Thema, aber ein aktuelles Thema. Da würde ich auch mal ein bisschen was zu sagen. Und die Musik ist ein bisschen laut. Okay, liebe Leute, macht es gut. Bis dann. Tschüss.